Aber warum steht da nichts drin? Warum können wir die nicht lesen? Oder kann ich doch? Nee, ich kann nur gucken. Und warum muss in einem beschissenen romantischen Liebeshotel Krankenzimmerschwester sein, ihr Krankenschwesterzimmer sein? Oder ist das so ein Reha-Hotel? Hau ab, Troller. Die ist doch tot, oder? Hat uns ja jetzt noch nicht so ganz viel. Leckt hier zwischen. Not enter. Also ich meine, vielleicht kommt ja noch irgendwas mit einem Apfel. Warte mal, waren die Äpfel für die Musikbox? Gewichte dann quasi? Nee, das macht auch keinen Sinn. Aber am sinnvollsten erscheint es mir im Moment, das irgendwie über ein Ding reinzudrehen. Ich weiß nicht warum. Bin mittlerweile schon geschädigt von verrückten Ideen. 213. Okay, auf dem Foto war 217 zu sehen. Wir haben einen Schlüssel für 202. Okay. Bester. Wollen wir noch nicht? Sollten wir nicht erst dorthin gehen? Moment. Ich gehe erst zu 202. Die Musik ist mir auch schon viel zu bedrohlich. Blumenlieferung Silent Hill. Die perfekten Blumen für den perfekten Anlass. Unsere Bestseller. Lilien, Chrysanthemen, Hortensien, Gardenien, Gladiolien, Nelken, Narzissen, Hyazinthien, Veilchen, Rosen, Orchideen und viele mehr. 20 Rabatt auf Hochzeitssträuße. Rufen Sie uns an. 1207. 1207. Da fehlt noch eine Zahl. Kann man nicht lesen da unten. 07. Das sind zu viele Zahlen, ich sag's wie es ist. Das klingt, als käme hinter mir irgendwas. Ich wusste es doch. Hab ich's doch gesagt. Oh.
Medizin. Ob ich. Ah, nee, überall noch keinen. Der Koffer. Oh, was ist das denn? Spieglein, Spieglein. Der Liebste im Ganzen. Wie sie ab, die schöne Haut, bis das faule Fleisch forscht. Was ich lieber täte. Ah, warte mal. Ah. Sind quasi die Stücke hier drin. Könnte eigentlich so irgendwie. Nicht ganz. Passt nicht ganz, aber vielleicht ist es nicht so dramatisch. Hin. Hä? Wieso kann ich das denn nicht benutzen da unten? Ich kann das letzte Stück da unten nicht aufheben, weil ich dann immer in mein Inventar reinkomme. Was soll das? Habe ich auch nur noch gar keinen Apfel mehr, ne? Ist das irgendwie gewollt oder ist das ein Bug? Weil ich kann das wirklich nicht aufnehmen. Seht ihr? Da, wenn ich da drüber gehe, nehmen und wenn ich hier rüber gehe, ist Inventar. Das ist nicht so gut.
Haben wir jetzt wirklich kurz vor Ende einen Bug drin? Wirklich? Wirklich? Ich komme nicht dabei, also ich komme nicht an. Wenn ich da hingehe, dann ist da kein. Und einen Apfel dahin legen. Ah. Oder aber es ist gar kein Bug, sondern es ist gewollt. Was soll denn? Also warum liegt denn dann da unten noch die Scherbe? Was soll denn der Schmarrn hier? Ja, wirklich manchmal. Ernsthaft jetzt. Was ist das für eine Figur? Ist das eine tanzende Ballerina? Es sieht aus, als wäre es das, was in die Box muss. Kann ich es nehmen? Jetzt muss ich den Spiegel wieder kaputt machen. Soll ich zu den rabiaten Maßnahmen greifen? Aber vielleicht ist das auch das Zimmer nebendran. Figur von Schneewittchen. Wenn die jetzt noch Schneewittchen hier reinziehen, wirklich. Oh. Erlaubt aufzustehen. Er hat euch allen erlaubt aufzustehen. Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorstelle hier. Nein! Hau ab! Hau ab! Noch eins. Jetzt endlich. Irgendwo konnte ich auf dem Balkon und dann konnte ich da noch weiterklettern. Bin mir nicht sicher, ob ich das schon gemacht hatte. Glaube aber nicht.
Wo kommst du denn jetzt her? Weiß doch auch mal. Sind einfach auch so viele Zimmer. Ich sag, wie es ist. Ich bin wieder völlig orientierungslos. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren und wo nicht. Was für ein Raum? 107. Okay. Ein Team. Tot. Okay, 210 kommen wir nicht rein. Ja, wir haben ja schon mal die erste Figürchen für auf das Ding, ne? Also würde ich sagen, bringen wir das runter. Oh. Mit dem Koffer kommen wir immer noch nicht. Ging es denn noch mal? Ja. Nee, warte mal, wir mussten ja aus dem Hügel quasi rauf. Na, zwei. Wieder mal. Da hinten müssen wir raus. Okay. Huch. Ignoriere das einfach. Ist mir egal. Warte mal, hier war es nicht.
Allein. Hier? Ah. Ich dachte, die Tür wäre zu gewesen, weil da so ein Dings davor ist. Und es sieht immer schrecklicher aus hier drin. Hilft uns jetzt noch nicht so viel, aber naja, ne? Gut, dann würde ich sagen. Und was haben wir noch? Einen Schlüssel? 112. Der Raum, wo wir vermuten, dass Mary wartet. Ach nee, warte mal, wir wollten ja noch hier lang gehen. Stimmt. Okay, hier kamen wir her. Da ist eine kaputte Figur. Ach, Cinderella aus. Das wäre allerdings nicht so gut, wenn die kaputt wäre und ich die brauchen würde. Ich meine ja nur. Was war? Halten sich auch nicht an Regeln oder so hier, ne? Wir fangen hinten an. Musiker. Irgendwas lauert hier. Ich höre doch irgendwas atmen.
Tisch. Ja, Brühe. An die Reinigungskraft. Kannst du auf dem Weg zum Konferenzraum auch gleich in Zimmer 107 vorbeischauen? Ich lasse dir den Schlüssel da. Einer der Gäste hatte eine ziemlich Sauerei angerichtet. Brauchen wir nicht. Wir waren ja schon in 107 jetzt, ne? Aber gut zu wissen, dass man hätte doch noch mal anders reinkommen. Also ich... Ja, wir waren jetzt in 107. Wir testen das gleich. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Das wird aber nicht stimmen. Okay, ich gehe noch mal kurz hinten rum rein. James! Was? Den Kamin im Konferenzraum. Oder für hier? Kamin-Konferenzraum. Auch nicht. Verdammt. Verdammt. Okay. Ja, ich glaub's auch. Okay. Gehen wir da hinten weiter. Dann 19. Also wir haben noch gar keine Möglichkeit, an Zimmer 312 zu kommen. Ne? Außer vielleicht, wenn wir hinten rum. Mal gucken. Was zur Hölle? Warum stehen hier lauter Vogelkäfige?
mit meinem Leben, Kira. Irgendwo lebt noch ein Vogel. Ich will ihn flattern. Da liegt irgendwas. Lass mich raten. Ich muss vom Stockwerk oben drüber. Runterspringen. Weil James ja so gerne springt. Geht doch eigentlich nur noch unser Freund der Verkehrshüstenmann, ne? Wie oft muss ich denn ausschießen, die Mistvieh? Ich möchte ganz gerne meiner Vermutung nach. Ich weiß allerdings nicht so genau. Oder wir müssen doch noch mal ein 100. Ach so, das war das. Ja, das war das Rätsel, das wir gerade. Okay, ja. Dann haben wir noch den Koffer. Ja. Für den ich im Moment gerade noch. Aber Kinder, ich merke, es sind jetzt fast 6 Stunden. Das ist echt zu lang. Also ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich logisch nachdenken. Ich hätte es gerne zu Ende gebracht heute. Aber